Hi, ich begrüße euch herzlich beim Tienchen und zum zweiten Teil von meinem Jeans and Flowers Junk Journal. Ich hatte euch ja im letzten Teil gezeigt, wie weit ich gekommen bin. Und ich habe zwei Signaturen eingenäht, habe das hier geklebt, so wie ich es euch gesagt habe. Das ist jetzt hier ein bisschen schief, weil der Stoff da irgendwie ein bisschen schief abgerissen ist. Aber ich überlege, ob ich da noch eine Tasche drüber mache, dann würde man das nicht mehr sehen. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, weil ich ja so groß getönt habe. Ich möchte gern, dass hier hinten die Graupappe, das Kraftpapier rausguckt. Und jetzt sind da doch Jeansflecken draufgekommen. Und es lag daran, dass ich beim Durchstechen für meine Signaturen, ich habe ja extra eine 5-Stich gemacht, weil ich so viele kleine Schnipsel einnähen musste. Und dann haben hier unten die Löcher rausgeguckt, die ich gebraucht habe, um die Signaturen einzunähen. Und das hat mir nicht gefallen. Und deshalb musste ich, um die Löcher zu verdecken und das Garn, hier noch ein Stückchen Jeans draufkleben. Und das habe ich dann hier oben auch gemacht. Und deshalb ist leider dieser schöne Effekt, das klebt auch noch nicht richtig, dieser schöne Effekt, den ich haben wollte, dass dieser Farbton hier hinten wieder auftaucht, der hier vorne ist, der ist leider in die Binsen gegangen, weil ich das eben verdecken musste. Das hat doof ausgesehen. Man hat unten, hier unten die beiden Löcher und das Garn gesehen. Also ist es jetzt komplett Jeans, aber egal. Jetzt habe ich hier zwei Signaturen extra, weil ich ja immer so eskaliere beim Dekorieren. Aber ich habe jetzt hier in der Mitte eine ziemlich große Spalte und habe mir überlegt, ich mache ein Flagbook-Element hier in die Mitte rein. Ich werde es wahrscheinlich kleben hier und dann kann man das hier so rausziehen. Ich habe ein Flagbook schon mal für MFG gemacht. Das Video kann ich euch verlinken. Und wir machen jetzt aber ein bisschen was zusammen. Und zwar habe ich mir, beim Action gibt es ja diese Kraftpapierblöcke mit weißem, braunem und schwarzem. Und da sind immer dicke Kartons drin und dünne Papiere. Und ich habe mir, damit sich das besser flappen lässt, das dünne Papier genommen. Ich glaube, das hat 190 Grammatur. Also es ist nicht sehr dick. Vielleicht auch ein bisschen weniger, 160. Und weil ich nur ganz kleine, also ich habe mir überlegt, ich werde es hier, bei meinem Flagbook habe ich diese Akkordeonfaltung in 3 cm Höhe gemacht. Da hatte ich aber große Tags. Und hier habe ich mir überlegt, ich werde es hier so reinkleben, hier in die Mitte, wo der große Spalt ist. Das lasse ich flappen, damit man das schöne Motivpapier noch sieht. Also ich werde nur diesen Steg hier einkleben. Und hier ist dann dieser Flapp-Effekt. Und da muss ich jetzt kleine Kärtchen draufkleben. Und deshalb habe ich diese Faltungen immer nur 1 cm gemacht. Und ich möchte gerne 6 haben. Und die habe ich auch. Das ganze Stück ist von der DIN A4 Seite, also 29,6. Und gekürzt habe ich es auf 13, weil das die Höhe von meinem Journal ist. Also das Journal ist 15, aber ich möchte es nicht knapp oben und unten haben, sondern innen drin. Also habe ich es 13 gemacht statt 15. Dann ist oben und unten noch 1 cm Platz. Ich möchte es jetzt hier reinkleben dann. Und möchte hier die Flaps hinmachen, die man dann hier so rausziehen kann. Das wird dann zusammengefaltet und dann kommt hier noch ein Cover drauf. Das ist auch so groß wie das und das zieht man dann hier so auf. Aber ich mache schon wieder den dritten Schritt vor dem ersten. Also diese Faltung ist ganz einfach. Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt hier ein Buch, wo ihr das einbauen wollt, ihr könnt das hier auch weglassen und könnt einfach sagen, ich brauche von diesen Faltungen, möchte ich 6 Stück haben. Also, und jede soll 1 cm sein. Also messt ihr euch das einfach aus oder 2 cm oder 3, je nachdem, was ihr da einbauen wollt. Und
dann faltet ihr das. Ich habe das, falzt ihr das. Ich habe es auf dem Falzbrett gemacht und macht euch so ein Akkordeon. Das ist ja ganz einfach. Und da kleben wir jetzt die Dinger drauf. Also die Flags. Ich habe mir das Papier von der Brigida auf A6 ausgedruckt. Und da wären die Kärtchen so klein. Also das sind die... Ich gucke mal gerade, ob ich eine große da habe. Ich hatte mir die ja schon zurecht gemacht, ausgeschnitten und ein bisschen eingefärbt. Also die Originalgröße ist so. Und wenn ihr die auf A6 ausdruckt, werden die so. Also die Originalgröße war 12 mal 8,5 und die kleinen, die sind jetzt ein bisschen weniger wie 6 mal 4. Und es reicht mir hier für meinen kleinen Flag, diese kleinen Teilchen. Jetzt habe ich das auf ganz normalem Druckerpapier gemacht. Das ist mir für die Flaps ein bisschen zu dünn. Ich werde mir das jetzt noch auf Kraftpapier aufziehen und ausschneiden. Und ich habe mir gedacht, ich mache wieder drei. Also zwei Reihen, die ich hier festklebe, die dann von links nach rechts gehen. Und eine Reihe, die von rechts nach links geht. Und wenn man das aufzieht, dann flappen die so entgegengesetzt. Das sieht so ein bisschen cooler aus. Und weil ich hier noch so viel Platz habe, habe ich gedacht, passt es da super rein. Also ich habe hier auch noch, weil die reichen mir nicht ganz. Wenn ich also 6, ich brauche dann 12 von denen und brauche in der Mitte nochmal 6 andere zwecks Farbunterschied oder mehr Kontrast oder mehr Bäm, wenn man das aufmacht. Und ich habe hier mir Papiere rausgesucht, gerade für dieses Jeans-Projekt noch. Die sind von Graphic 45. Ich weiß nicht, ob die alle von denen sind, aber das auf jeden Fall. Und da werde ich mir passende Text zuschneiden, weil die sind auch hinten gefärbt. Und ich mag es nicht, wenn die hinten weiß sind. Dann hätte ich sie auch wieder bekleben müssen mit irgendwas. Also ich werde die nehmen, werde mir da kleine Text zurechtschneiden, die dazu passen. Und ich werde die Kärtchen von der Brigida oben und unten reinkleben und die Tags dann in die Mitte. Und das mache ich jetzt mal. Wie man Tags zurechtschneidet, wisst ihr. Ich orientiere mich hier an der Größe und klebe mir die auf etwas stabileres Papier und dann schalte ich euch wieder zu. So, ihr Lieben, ich habe die jetzt auf das dünne Papier geklebt, hier vom Action auf die dünnen, und habe mir Tags zurechtgeschnitten. Die sind ein bisschen länger. In der Breite sind sie alle 4. Und bei den Tags habe ich einfach oben die Ecken abgerundet. Und auf die mit dem Muster habe ich mir von diesem Mini-Lesezeichen, weil wenn ihr das auf A6 ausdruckt, wird das Bellyband oder das Lesezeichen natürlich auch Mini, habe ich mir hier 3 Stücke auch mit Ecken abgerundet und draufgeklebt, damit es ein bisschen mehr Muster hat. Das hier hatte mir genug Muster, da habe ich jetzt nichts mehr passend von dem Papier draufgeklebt, und die sollen jetzt abwechselnd hier rein, also einmal das und einmal das, und die klebe ich wie folgt ein. Ist ganz einfach. Ich nehme mir ein bisschen Flüssigkleber und ich schmiere mir hier die erste Seite ein, oder ich schmiere mir das ein, so ein Zentimeter ungefähr. Und klebt die hier drauf. Und zwar oben fast bündig und hier bis vor die Falz. Dann habt ihr schon dritt den Flap-Effekt. So, da ich jetzt nicht genau weiß, wie ich den 1 cm aufteile, den ich noch Spielraum habe, also von den 13 auf die
3x4 mache ich jetzt erst die untere Reihe und die anderen, die mittlere, die kommt sowieso in die andere Richtung. Da wird also bei diesem Berg, bei diesem Akkordeon, das wird nicht auf die linke, sondern auf die rechte Seite geklebt. Aber die beiden sollen in dieselbe Richtung, also ich mache das gleiche wie hier, hier unten vor die Falz mit einem kleinen Abstand, das ist vielleicht ein Millimeter oder zwei, hier zum Schluss hin. Die müssen da noch ein bisschen, ich werde die da noch ein bisschen mit einer Klammer fixieren, damit die noch ein bisschen Zeit zum Trocknen haben. So, jetzt habt ihr schon, tada! Und die sollen jetzt in die andere Richtung, das heißt, die werden jetzt auf die rechte Seite geklebt und wenn es geht, möglichst in die Mitte. Also den Abstand auf beiden Seiten gleich. Zu dem oberen und dem unteren Teil. Am besten ihr faltet euch das jetzt auseinander. So, die müssen jetzt auf die andere Seite und auch hier möglichst in die Mitte. Also auf die rechte Seite von dem Berg und möglichst hier den gleichen Abstand. Jetzt müssen wir die alle wieder, nachdem wir das aufgedröselt haben, in die richtige Position bringen. Also unser ganzes Akkordeon wieder vorsichtig zusammenfalten. So. Und wenn wir das jetzt reinkleben und machen den hier, dann gehen die alle hier so. Also die obere und die untere gehen in die eine Richtung und die anderen in die andere Richtung. Und dieses Teil werde ich jetzt hier einkleben, weil ich ja in der Mitte noch so viel Platz habe. So, hier mit der einen Falz. Dann wird das alles zusammengefaltet und wenn man es aufmacht, tada, da kommt noch was hin. Also da kommt noch eine Seite drauf, hier, damit wir hier mehr Platz haben zum Ziehen. So. Und das finde ich ziemlich cool. Ich wollte schon immer mal ein Journal machen, in dem solche Effekte drin sind. Das habe ich auch bei Mini-Alben schon gemacht, also mit so Pop-Up oder Flip-Flop-Flap-Elementen. Und das lasse ich jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen. Damit da nichts schief geht, mache mir hier Klammern rein und lasse das noch ein bisschen liegen. Und dann werde ich das hier einkleben und hier noch ein Stück dran machen, damit man hier besser ziehen kann, damit der Nupsi hier nicht so kurz ist. Aber das Prinzip ist klar. So, ihr Lieben, mein schöner Flag ist getrocknet. Und wenn ich jetzt hier hinkomme und ich mache, tada, dann flappt der so schön auf. Ich habe den hier reingeklebt. So, mit dem 1 cm, den ich hier gefalzt hatte. Und mir ist hier beim Kleben was rausgeschlabbert und hat mir die Seite an der Seite angeklebt. Und um diese Klebestellen, also diese Rissstellen zu verdecken, habe ich hier einfach ein Stückchen alte Buchseite reingeklebt und hier ein Washi drüber gemacht. So, also der Flap hat schon mal funktioniert. Flag, Flap. Dingenskirchen, was ich jetzt noch mit euch machen möchte und ich glaube, dann reicht es schon. Hier ist ja mein Jeansstoff ein bisschen schräg
Falls ihr es bohren hört, das sind die Nachbarn, die bauen immer noch. Und die sollten eigentlich im Metz einziehen, aber das sehe ich noch nicht. Ich habe hier so ein schönes Papier aus einem Block und es passt hier so toll zu den Blau- und Beige-Tönen. Und das möchte ich gerne hier als Tasche drauf machen. Und zwar nur so weit, wie hier diese, wie die Beule hier ist, wo es so arg schräg ist. Weil ich habe ja hier oben auch noch mein kleines Täschchen. Und das möchte ich ja auch noch befüllen mit einem kleinen Tag, das ich möglicherweise auch dann aus dem Papier mache. Ich zeichne mir mal hier an, wie weit es runtergehen soll. Und ich reiße das einfach mit meinem Lineal. Wahrscheinlich wird es jetzt auch wieder schief. So, das möchte ich hier drauf kleben. Und ich mache mir hier oben noch einen kleinen Eingriff. So Pi mal Augenmaß. Und dann wird es auch wieder mit meiner Vintage-Foto ein bisschen eingefärbt. Und so könnt ihr, wenn ihr irgendwelche Fehler drin habt, also hier, ihr habt euch verklebt und dann habt ihr es zu lange trocknen lassen und es reißt euch ab, dann könnt ihr, das ist das Schöne an diesen Junk Journals, ihr könnt da einfach irgendwas drüber kleben und könnt sagen, das soll so. Ich wollte das hier als Collage so haben. Und dann passt es. Ich nehme wieder den Textilkleber. Das ist zwar hier Papier, aber unten drunter ist es ja Stoff und ich denke, da bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich den Textilkleber nehme. Ich hoffe. Also das andere hat alles gut damit funktioniert. So, das klebe ich mir jetzt hier rein. Und dann brauchen wir noch was. Das muss ich jetzt erstmal beschweren mit irgendwas. Schon mal meine Glasplatte. Die berühmte. So, legt das mal hier drauf. Dann brauchen wir noch ein kleines Tag. Jetzt überlege ich, mache ich das mit dem gleichen oder wird es dann zu viel? Ich habe ja hier noch so viele schöne Reste von der, was ich mir da gerichtet habe in meiner Projekttasche. Zum Beispiel die hier. Guckt mal, sind die nicht süß? Die sehen aus wie genäht. Das war in dem Papierset so drin. Und ich habe da einfach eine kleine Stecknadel reingesteckt. In das Blaue eine blaue und in das Rote eine rote. Die könnte man doch jetzt hier zum Beispiel. Rot passt jetzt nicht, weil Rot ist hier nirgends. Aber die blaue könnte ich doch jetzt hier in das Täschchen reinstecken. Jeans hat ja auch immer irgendwo im weitesten Sinne mit Nähen zu tun. Die finde ich jetzt ganz knuffig. Die könnte man eigentlich da einbauen. Habe natürlich auch noch andere. Es soll aber nicht zu stark gemustert sein. Vielleicht kann man auch was Einfarbiges nehmen. Weil ja hier unten schon ziemlich viel Muster ist. Und Jeans direkt geht auch nicht, weil das würde dann nicht auffallen. Wenn ich jetzt sowas nehme, was hier an das Papier angelehnt ist, ist mir das hier unten auch wieder zu wild. Also ich glaube, ich werde sowas Einfarbiges nehmen. Und werde das da als Tag mir zurecht machen. Und das dann einfach hier oben reinstecken, so. Und hier unten kommt natürlich auch noch was rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ja, in der Regel gehe ich so vor. Ich würde also jetzt mit der ersten Seite starten. Die ist ganz weiß, das geht gar nicht. Ich würde mir also als erstes eine Schablone nehmen. Das jetzt mal nur so für euch als Anhaltspunkt. Was habe ich denn da alles für Schablonen? Die zum Beispiel... Es geht ja nur darum, erstmal irgendwie Muster drauf zu kriegen. Aber wenn ich das Jeans und Flowers nenne,
vielleicht hier so ein, und da liegt die Glasplatte drunter, so eine Corsage hinmachen. Es geht einfach darum, in den Hintergrund erstmal irgendwas zu packen, was das Ganze ein bisschen auflöst. Also, dass es nicht mehr so weiß ist. Weil weiß ist. Oder ich nehme eine ganz andere. Zum Beispiel die hier. Die macht sehr schöne Muster. Das ist komplett neutral. Das hat nichts mit Nähen zu tun. Das hat nichts mit Jeans zu tun. Es geht jetzt einfach darum, auf die Seite mal irgendeine Grundlage zu bringen und das Weiß mal zu unterbrechen, bevor man die weiter gestaltet. Da könnt ihr dann wieder mit Stempeln arbeiten. Ihr könnt euch Taschen draufkleben. Ihr könnt irgendwelche Pop-up-Elemente euch erstellen. Kleine Wasserfälle oder irgendwas, die ihr dann da drauf macht. Und wenn ihr das so macht, dann wird es, wenn es oft passiert, nicht nur ab und zu mal auf einer Seite, wird es euch so gehen wie mir mit meinem Jahreszeiten-Journal. Das ist doch schon mal eine Grundlage. Ihr werdet ein Krokodil haben. Den Satz wollte ich noch beenden. So wird es euch zum Schluss gehen. Ihr werdet ein Krokodil haben. So, da war jetzt der Rand. Und hier auch. Und da gehe ich einfach noch mal ein bisschen drüber mit den Resten, die im Schwämmchen sind. Schon ist alles ausgefüllt. Und hier hinten fahre ich einfach ohne Schablone noch mal rein. Und dann ist es auch nicht mehr weiß. So. Und darauf kann man jetzt aufbauen. Indem man zum Beispiel hier ein Bellyband drauf macht und Tag dahinter steckt. Man kann diese schönen Teilchen hier auch als Taschen benutzen für die Seite, kann was reinschieben oder man macht es oben hin. Ihr kürzt euch das natürlich auf die Größe, die ihr braucht oder unten, vollkommen egal. Und dann hat man schon eine tolle Dekoration, die zu dem Hintergrund passt. Und man kann noch Stempel draufhauen oder man kann Washi drauf machen. Oder ich habe zum Beispiel das Teilchen hier noch. Das würde sich auch sehr schön machen als Tag. Das sind jetzt nochmal so Beispiele. Ob ich das so mache, weiß ich noch nicht. Ich werde euch auch nicht für jede Seite mitnehmen, weil das einfach wahrscheinlich Wochen dauert oder zumindest viele Tage. Und ich da nachher Filmmaterial ohne Ende habe, dass ich sowieso nicht mehr gekürzt kriege. Oder ich habe ja hier diese schönen Cluster. Den müssten wir dann natürlich auch ein bisschen kürzen. Jetzt auf dieser Seite. Die ist zum Beispiel ein bisschen länger. Auf der könnte man es machen. Ist aber ganz dünnes Papier. Oder auf der. Dann steht es oben und unten ein bisschen über, aber das spielt ja keine Rolle. Es muss jetzt nicht immer hundertprozentig passen, weil hier würde ich weder oben noch unten gern was abschneiden. Aber wie gesagt, auf so einer karierten zum Beispiel würde es gehen. Die habe ich schon ein bisschen vorschabloniert mit Kaffee. Also das war schon so in meinem Fundus. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel das als Bellyband draufkleben und was dahinter stecken und dann wäre die Seite schon gefüllt. Aber ich hatte es euch ja bei meinem Jahreszeiten-Journal erklärt, ich liebe es, wenn alles richtig zugeballert ist. Also würde ich wahrscheinlich trotzdem, obwohl ich hier ja nun schon die Seite ein bisschen bearbeitet habe und auf dem Cluster ist unheimlich viel los, trotzdem noch irgendwelche Schriftenstempel oder sowas draufhauen. Und das könnt ihr vorher machen oder hinterher. Also wenn ihr jetzt das schon eingeklebt habt, dann müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Also angenommen, ich weiß das jetzt schon vorher, dann kann ich das natürlich ganz problemlos machen. Ich nehme hier meinen Schriftenstempel und dann tupp ich den immer nur so partiell in mein Stempelkissen rein. Welche Farbe ihr da nehmt, ist auch völlig egal. Also entweder ihr bleibt schön Ton in Ton. Oder ihr nehmt schwarz. Oder ihr nehmt was ganz anderes. So, jetzt habe ich die Seiten hier schon mit Schrift gemacht. Und dann würde ich jetzt hier mein Cluster draufkleben.
unten, gut, ihr seid jetzt verwirrt durch die Unterseite so. Und würde da, das ist ganz zart gestempelt mit der Vintage Foto. Sieht man nur, wenn man ganz genau hinguckt. Dann würde ich den Cluster draufkleben als Bellyband und würde mir hier ein kleines Tag dahinter schieben. So. Und tada, wäre schon eine Seite gestaltet. Bei dem Pergamentpapier, das ist hauptsächlich drin wegen dem Geräusch. Ihr hört schon, es knistert wunderbar. Für die Haptik auch und dass man was anderes drin hat. Ob ich das bearbeite und wie, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich mache den Cluster jetzt gerade da drauf. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, wie ich das mache. Weil wenn ihr auf dieses Pergamentpapier etwas stempelt, selbst wenn ihr Stazor nehmt oder Archival Ink oder eine permanente Stempelfarbe, dauert es trotzdem ewig, bis es trocken ist. Weil das Pergamentpapier eben nicht saugt, sondern diesen glatten Untergrund hat, der nichts aufnimmt. Und deshalb muss es halt irgendwann, Stunden später, erst an der Luft getrocknet sein, bevor ihr weitermachen könnt, ohne dass ihr es euch verschmiert. So, also das wäre jetzt zum Beispiel schon mal eine Seite, die ich so lassen würde, die mir so gefällt. Ich habe ein bisschen Schrift, ich habe ein tolles Bellyband, ich habe im Hintergrund meine Schriftenstempel und habe ein Tag drin. Und hier vorne, wo wir angefangen haben, also das ist mal die Grundsache, mit der ich anfange, oder mit einem großen Stempel zum Beispiel, auf dem alles Mögliche drauf ist, um der Seite erstmal einen Hintergrund zu geben und dann kann ich weiter überlegen, was mache ich damit. Und bei unserer Vorderseite, um das jetzt abzuschließen, würde ich also tatsächlich, wo habe ich das jetzt hingepackt? Hier. Den Schnurzel hier reinstecken, so. Und auch für unten noch was, oder ihr könnt es auch so machen. Und dann hier oben noch was anderes reinstecken. Also ich habe hier 1000 Sachen, die man zum Dekorieren da noch nehmen könnte. Oder hier zum Beispiel so ein Spruch von La Blanche. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Das könnte man jetzt hier zum Beispiel noch hinkleben. Würde auch toll aussehen, finde ich. Sind auch Farbtöne drin. Hier das Beige und das Blau. Das mache ich direkt. Es ist ja auch gerade vorne am Buch. Auf der ersten Seite. Also auf der ersten Seite vom Cover. Und da passt mir der Spruch sehr gut, weil viele schreiben mir, ich habe mich noch nicht getraut, an so ein Journal dran zu gehen. Und dazu der Spruch, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Es ist keine Frage des Sich-Trauens. Wenn ihr nur Junk nehmt, also Verpackungsmaterial, irgendwelche, vergesst mal dieses wunderbare Papier. Wenn ihr keinen Papier daheim habt, kein farbiges, kein digitales und keinen einzigen Block. Und selbst wenn ihr sagt, ja, also so ganz ohne will ich nicht, dann holt euch für 1,99 einen Block beim Action oder beim Teddy oder was weiß ich, wo es irgendwelche günstigen gibt und packt den da mit rein, dann habt ihr mit ganz wenig Geld, denn das ist ja immer das, wo die meisten Angst davor haben, ich habe mir jetzt ein teures Papier gekauft und habe das jetzt versenkt. Weil es nichts geworden ist. In den Augen des Bastlers ist es oft so. Benedikta sagt immer, nehmt euren inneren Kritiker und sperrt ihn in ein anderes Zimmer und gebt ihm da was zu spielen, damit er euch in Ruhe lässt. Genau so schaut's aus. Nehmt euch Materialien, die euch nichts gekostet haben. Ein Stück alten Stoff, ein Stück Verpackungsmaterial, ein paar alte Papiere. Schneidet euch die ein bisschen zurecht und dann nehmt ihr eure Farben, eure Stempel, eure, keine Ahnung, Schablonen könnt ihr euch auch selber machen, wenn ihr eine Handstanze habt.
Die gibt es für kleines Geld. Wie gesagt, auch beim Action stanzt euch dann ein paar Blümchen rein in ein bisschen stabileres Papier und dann habt ihr schon eine Schablone. Ihr braucht erstmal nichts zu kaufen. Fangt doch erstmal an mit Material, was gar nichts kostet, was ihr so rumliegen habt. Ihr habt irgendein Päckchen gekriegt, da ist irgendwie ein Packpapier drin. Nehmt es, reißt euch das ein bisschen zurecht, packt euch das in so ein Journal rein. Wenn ihr Schiss habt vor dem Nähen, das ging mir am Anfang auch so, da habe ich immer gedacht, nee, das kriege ich nie im Leben hin. Dann näht halt nicht. Nehmt euch einen Karton, wie ich den hier hinten genommen habe. Schlingt euch, wie bei meinem Album für Karten, ein paar Gummis, so Einweggummis oder Fäden, Garn drumrum und hängt euch die Seiten da einfach ein, die Signaturen, ohne zu nähen, geht auch. Einfach drum schlingen, festknoten, die Seiten da eingehängt, lose und dann erstmal rumprobieren. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr mal drin seid, wie toll das funktioniert. Also ich werde jetzt diesen Teil beenden und werde mal sehen, ob wir vielleicht die eine oder andere Seite noch zusammen machen. Aber im Prinzip gibt es so viele Möglichkeiten, die kann man nie im Leben in ein Video packen. Und auch nicht in zwei und auch nicht in fünf. Aber ja, ich werde euch das eine oder andere sicher noch zeigen. Also ich denke, einen Teil werden wir noch machen. Habt Mut, nehmt euch irgendwelches Papier und legt einfach los. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen, hoffe, ihr könnt für euch was mitnehmen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.